Und zugeschaltet aus Stuttgart ist uns jetzt Winfried Herrmann, Minister für Verkehr und Infrastruktur in Baden-Württemberg. Also grüße Sie in die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg nach Stuttgart, Herr Herrmann. Guten Morgen. Herr Herrmann, wir müssen beginnen sozusagen bei dem, was auf Ampelkoalitionäre jetzt zukommt, nämlich politisches Handeln. Wir hatten gerade im Beitrag diesen Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt seit gestern und am Donnerstag dann in erster Lesung im Bundestag verhandelt wird. Sie sind selber lange Zeit Mitglied des Deutschen Bundestages gewesen. Es gibt jetzt ganz viel Kritik gleich schon an Ihnen. Das ist sowas wie die Landung in der Realität, Kritik vom Städtetag, Kritik von den Sozialverbänden. Waren Sie jetzt in die Ampelkoalitionäre zu mutlos? Gleich schon am Anfang? Nein, das nicht. Aber es ist offensichtlich so, dass man eben noch zusammenfinden muss auf der Ebene der konkreten Maßnahmen, dass es leichter ist, sich auf allgemeine Ziele zu verständigen. Aber glaubwürdig wird Politik erst dann, wenn die Maßnahmen belegen, dass man die Ziele erreichen kann. Das gilt ganz besonders für den Klimaschutz und den Bereich Verkehrswende. Und das war halt meine Warnung, darauf hinzuweisen, man muss jetzt zusammenkommen und konkrete Maßnahmen finden. Und man kann nicht sozusagen jeden Vorschlag ablehnen, aber keinen anderen alternativen Vorschlag machen. Das ist die Aufgabe, die jetzt die Verhandler in der Schlussrunde haben. Und da muss man zusammenkommen, da müssen auch welche sich bewegen. Mhm. Herr Herrmann, Sie sind ja nicht Teil der Arbeitsgruppen, aber dennoch kann man natürlich in der Perspektive, und wir dürfen davon ausgehen, dass Sie die entsprechenden Papiere kennen, auch Kommentierung vornehmen, ganz klar. Sie hatten in einem Interview gestern mehr oder weniger wörtlich formuliert, wenn wir in den nächsten Tagen also beim Klimaschutz nicht weiterkommen, dann müssen wir auch Neuwahlen in Erwägung ziehen. Das böse N-Wort hat viele in Berlin verschreckt. Das ist wahr, aber ich habe ja nur auf eine Selbstverständlichkeit hingewiesen, dass sozusagen eine Koalition, also Verhandler müssen ein überzeugendes Angebot machen an die jeweiligen Parteibasis und übrigens auch an die Bevölkerung. Ich kann ja gar nicht mit Neuwahlen drohen, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe nur gesagt, dann droht es, denn man muss eben nicht nur sagen, wir wollen zusammen regieren, sondern man muss auch sagen, wie wollen wir zusammen regieren und wie wollen wir die hochgesteckten Ziele erreichen. Und das ist sozusagen die große Herausforderung an die Verhandler. Und Sie können davon ausgehen, dass ich da einiges weiß. Und das war auch der Grund, weshalb ich mich deutlich geäußert habe. Jetzt muss man wirklich konkret werden. Das betone ich, konkret werden. Es hilft nicht, nur Floskeln zu haben, sondern Maßnahmen, die zeigen, man kann die Klimaschutzziele erreichen. Ja. Und da ist insbesondere die FDP gefragt. Ja, also Rhetorik ist durchaus das eine. Und wir kommen auch tatsächlich auf die inhaltliche Spielfläche gleich noch. Aber dass die SPD sagt, der aktuelle noch Parteivorsitzende Walter Bohr, ja, es ist eine Einzelmeinung von Herrn Herrmann da aus dem Süden, das können Sie sicher noch locker hinnehmen, wenn Ihr eigener Bundesgeschäftsführer, Herr Kellner, dann sagt, das ist eine Meinung zu Unzeit. Das ficht Sie doch an, oder? Nein, das ficht mich nicht an, weil ich habe ja mit vielen gesprochen und es war der allgemeine Tenor und es gab da schon auch einen deutlichen Frust. Ich will das ja auch nicht kaputtreden von außen, sondern ich will nur sagen, hier ist sozusagen noch Arbeit angesagt und wie ich höre, hat sich ja auch schon in den letzten Tagen einiges bewegt. Das ist ja auch das Gute. Offensichtlich kann man ja auch mal einen Anstoß geben. Ich finde, es ist gut, dass in Ruhe verhandelt wird, aber es kann ja kein allgemeines Schweigen geben. Also ich meine, die Verhandler sind ja nicht die Einzigen, die Politik machen. Herr Herrmann, also kommen wir noch mal auf diese inhaltliche Spielfläche. Sie als Minister für Verkehr und Infrastruktur in Baden-Württemberg haben natürlich einen speziellen Einblick, insbesondere auf diesen Mobilitäts- und Verkehrsbereich. Da hatten Sie jetzt, sagen wir mal, auch eine relativ scharfe Kritik an der FDP geäußert. Was genau stört Sie? Sie hatten, glaube ich, zwei Punkte mit in dem Interview erwähnt, nämlich die Frage der Pendlerpauschale und die Frage des Dienstwagenprivilegs. Was genau stellen Sie sich vor? Also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass in den letzten 30 Jahren in allen Bereichen Fortschritte beim Klimaschutz erzielt wurden, im Verkehrsbereich nicht, keine Reduktion. Das hat auch viel damit zu tun, dass wir eine Reihe von fiskalischen Regelungen haben, die kontraproduktiv sind. Etwa das Dienstwagenprivileg, dann die besondere Besteuerung von Diesel, dann bei der Pendlerpauschale gibt es unsoziale Elemente. Also es gibt einfach Randbedingungen, die verhindern, dass es eine Verkehrswende gibt. Und das muss man ändern. Und es gibt auch Regeln, zum Beispiel Tempobeschränkungen oder Nichtbeschränkungen, die einen Einfluss haben auf Klimaschutzmaßnahmen oder auf den Klimaschutzeffekt.
Und es war halt die Kritik, dass man nicht alles ablehnen kann und dann meinen, dass man irgendwas erreicht. Es ist völlig klar, es muss sich was ändern, es müssen sich Verhaltensweisen ändern, es müssen Regeln geändert werden, es müssen auch steuerliche Subventionstatbestände abgebaut werden. Wenn man das nicht tut, wird man im Verkehrssektor keinen Erfolg haben. Und wir brauchen den Erfolg im Verkehrssektor, denn es ist inzwischen in Baden-Württemberg der größte Emittent in Sachen klimaschädliche Gase. Auf Bundesebene ist es nicht ganz so schlimm, aber es ist ein relevanter Bereich und es gibt keinen Klimaschutz ohne Verkehrswende. Und das muss man sehr klar sagen, auch denen, die da zögerlich sind. Das sagt jemand, der Minister ist an einem durchaus noch Automobilstandort in Deutschland mit Daimler und Porsche. Herr Herrmann, dann noch mal ganz konkret. Sie fordern die Abschaffung der Pendlerpauschale und die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs. Sagen Sie es doch bitte noch mal in einem Hauptsatz. Also erstens muss ich sagen, gerade im Autoland weiß ich, dass die großen Automobilunternehmen sagen, wir können die Transformation, wir können schneller zu klimafreundlichen Fahrzeugen und zu klimafreundlichen Verkehrsmitteln kommen. Da ist die Wirtschaft inzwischen schon weiter als manche in der Politik. Und was die Pendlerpauschale anlangt, habe ich nicht gesagt, die Abschaffung, sondern sie muss sozialverträglich umgestaltet werden und sie muss ökologisch aus ökologischen Gründen abgeschmolzen werden. Beim Dienstwagenprivileg bin ich der Meinung, wir können nicht weiter Dienstwagen, die klimaschädlich sind, auch noch privilegieren. Und das sind so zwei Beispiele, die einfach zeigen, man muss an dem bisherigen System was ändern im Sinne von mehr Klimaschutz und mehr soziale Gerechtigkeit. Wer beim Klimaschutz viel verspricht, muss am Ende auch liefern. Das war die Meinung des grünen Verkehrs- und Infrastrukturministers aus Baden-Württemberg, Winfried Herrmann. Vielen Dank für das Phoenix-Tagesgespräch. Danke. Gerne.